Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Mumifizierte Magie, oder genauer gesagt Team Faril. Der befindet sich im Gebiet Ardenwald und seit 5144. Und ja, das Team der Gegend zu besiegen sieht die Folge aus. Wir nehmen hier Irwisch von Notasil mit Licht, Blitz und Zellschutzzauber, Arkanes Auge mit Gebildenstrahlen, Augenschuss und störender Blick und Lehrenqualle mit Niederschlag, Magie aufzehren und illusionäre Barriere. Nur so als kleine Vorwarnung, der Faril-Kampf ist ein sehr zufallsabhängiger Kampf, vor allem jetzt mit diesen magischen Pads. Es kann sein, dass man recht gut durchkommt, teilweise wird man recht schnell merken, dass es eine Niederlage ist. Für diese Taktik ist es halt einfach zu empfehlen, beziehungsweise auch wichtig, dass man nie eingeschläfert wird, damit es einigermaßen schön abläuft. Aber auch sonst gibt es sehr viele Zufallskomponenten, eben mit den Mottenkugeln. Und auch das zweite Pad attackiert nicht immer gleich. Also eben da müsste man halt mit ein, zwei Niederlagen rechnen können. Aber mit diesen drei Pads bin ich recht gut durchgekommen. Oder auch an der ersten Stelle kann man Mini-Willensbrecher empfehlen, gleich zu Beginn mit Lebensaustausch, dann Innere Vision und Mana-Woke. Also wenn ihr Probleme hättet mit dem Irrwisch, weil da gibt es ein paar Unterschiede bei den verschiedenen Breeds, die werde ich dann noch während des Kampfes dann gleich erklären. Aber hier eben mit, wenn ihr zum Beispiel vor dem Lebensaustausch eingeschleift werdet, ebenfalls den Kampf neu beginnen, aber nicht hochheilen, damit im nächsten Kampf Lebensaustausch ein bisschen mehr Gesundheit wegnimmt vom Gegner. Also ich habe es dann meistens so zwei, drei Mal dann irgendwie probiert, geht auch recht gut, also eben da nur so als kleiner Tipp. Beginnen wir gleich mal den Kampf. Und eben wichtig gleich zu Beginn ist halt einfach, dass man nicht eingeschleift wird und halt Blitz einsetzen kann. Das verhindert halt eben danach, dass die Mottenkugeln treffen, weil hier jetzt dann gleich die Trefferchance auf 0% gefallen ist. Danach Licht einsetzen. Es ist halt einfach wichtig, dass spätestens das arkane Auge mit der ersten Attacke den Sternschweif töten kann, aber auch da gibt es leider wegen dem zweiten Pad ja ein paar Komponenten, die zu einer Niederlage führen können. Dann nach der Lichtattacke passen wir einmal, damit hier Zen-Schutzzauber gleich den Mottenstab kontern kann. Wichtig ist halt einfach nur, dass man diese Phase hier gleich überlebt, also eben hier diese Phase hier, dann hier wieder Blitz einsetzen kann und danach die Lichtattacke. Und eben bei diesem Breed sollte es so sein, dass man hier mit zwei Gesundheitspunkten den Gegner eben nicht töten kann, was natürlich sehr mühsam ist, aber hier an dieser Stelle ja, passe ich halt einfach. Ich denke mal, ich werde jetzt weggehauen. Aber es gibt eben ein paar Breeds, die das schaffen, was natürlich ein großer Vorteil ist. Wenn das aber nicht der Fall wäre, ist auch nicht unbedingt schlimm. Eben spätestens dann mit der ersten Attacke solltet ihr halt den Gegner töten, damit da nicht allzu viel ja, passiert. Wenn jetzt zum Beispiel hier der Irrwisch von Notasil noch länger überleben würde, würde ich halt immer den gleichen Ablauf machen, also mit Zellenschutzzauber, dann danach, dann wieder Blitzlicht, dann wieder einmal passen, Zellenschutzzauber, Blitzlicht. Also damit hier da vielleicht gut vorankommt. Jetzt an dieser Stelle gebündelten Strahlen einsetzen, wieder, also bei der Nadelnase gleich zu Beginn. Dann hier Augenschuss. Und auch hier ist es wichtig, dass ihr den Gegner nicht tötet. Also es ist halt einfach so, dass dieses Pad hier vorbereitet werden muss, damit die Lehrenqualle halt mit der ersten Attacke den Gegner tötet, damit er schön abläuft. Also ich würde empfehlen, ab und zu müsst ihr halt ein wenig schauen, wenn ihr zum Beispiel nur einige Gebildenstrahlen bisher eingesetzt habt im Kampf, könnt ihr hier zum Beispiel störender Blick gleich und dann Gebildenstrahlen. Ich setze jetzt aber hier zuerst einmal nochmals Gebildenstrahlen ein, damit der Gegner hier eben mit so 166 Gesundheitspunkten übrig bleibt. Eben, es ist halt einfach wichtig, dass dieses Pad hier nicht vom arkanen Auge getötet wird, sondern hier von der leeren Qualle. Deshalb kann man hier wieder einmal passen. Dann kommt hier die Qualle, hier sollte eben der Geschwindigkeitsreduktion drauf sein und dann können wir mit der ersten Attacke den Gegner hier töten. Also eben, wie gesagt, es muss leider sehr viel funktionieren in diesem Kampf, damit es schön abläuft. Und jetzt, das sollte eigentlich hier eben der wichtigste Punkt sein, leeren Qualle mit 100%. Oder halt, hier könnt ihr auch mit 1100 Gesundheitspunkten sein, weil ihr vielleicht bereits getroffen worden seid. Und dann hier eben glühen mit 100% und gleich hier setzen wir die Magie aufzehren ein. Dann einmal die illusionäre Barriere. Dann passen wir einmal. Und wichtig ist halt eben hier, dass der Regentanz sozusagen die ganze Zeit gekontert wird durch die Barriere. Dann hier einmal
Lederschlag einsetzen. Die Barriere sollte hier jetzt dann gleich abgelöst werden. Und dann arbeitet man hier weiter mit dem Lederschlag, bis der Gegner getötet wird. Noch einmal Lederschlag. Und dann haben wir den Gegner besiegt. Also eben ein sehr mühsamer Kampf, aber wenn alles schön funktioniert, kann man da recht schnell durchkommen. Und ja, das war's dann für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner im Wasser besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!